Hallo, ihr lustigen Mafiosis da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Mafia 3. Ah, guckt euch das mal an. Wir schlagen nicht mehr die Fenster ein, wir knacken sie und von den Autos. Und deswegen ruft wahrscheinlich keiner die Polizia. Das macht auch verdammte Axt nochmal Sinn. Warte mal, Gott, das finde ich doof. Nee, den machen wir zum Schluss. Den Typen machen wir zum Schluss. Das gefällt mir gar nicht. Und hier ist die Wegfindung mal wieder richtig professionell gestaltet. Es ist immer gut zu wissen, wenn das Spiel weiß, wo die Straßen laufen. Boah! Sag mal, wie tiefgelegt bist du eigentlich, dass du nicht mal irgendwie hier über eine Bahnschiene drüber kommst, wo sogar ein Bahnübergang ist? Halt. Mir fällt da gerade eben was auf. Ist ja doch deutlich kürzer, als man meinen sollte. Ach, come on. Was hat denn das Ding hier bitte schön für einen Grip auf der Straße? Achtung, ich teile gleich einen Riesenfurz mit euch. Tja, jetzt ein Scharfschützengewehr haben. Das wäre voll geil. Hab Karten mitgebracht. Für später. Karten werdet ihr nicht mehr brauchen. Habt jetzt irgendwie nicht mehr so viel Freizeitaktivität vor euch, auch wenn ihr es nicht glauben wollt. Hast du einen guten Witz? Ja, rüber. Hast du den Verstand verloren, Junge? Sieht der mich? Muss dringend in die Federn. Der sieht mich offensichtlich. Das Arschloch auf 12 Uhr. Ich reiß dich in Stücke. Ja, okay, wir fangen mal an hier mit Laternen zu schützen. Hat der sich selber gerade erledigt? Wow. Haben wir erledigt. Aua. Oh Gott, ich habe das Gefühl, die kommen aus meiner Richtung. Okay. Erstmal den da unten erledigen. Ich kann mich verdammt nochmal nicht bewegen. Oh Mann. Passbar. Oh, Kacke. Oh Gott, nix sie weg. Mal nachladen. Scheiße. Ich meine, wir haben den Job ja gerade erledigt, aber das war langsam war sicher schon ein bisschen arg heavy. Zum Teufel ist der. Oh, meine Fresse. Auch da habe ich noch einen Headshot gelandet. Gut. Vielleicht sollte ich mal da drüben nachsehen. Ah, ich habe mir was übrig. Also Armtreffer scheinen ja nicht tödlich zu sein in diesem Spiel. Außerdem ist, außer es ist unser Arm. Und Schüsse in den Schritt scheint es auch nicht zu sein. Mein Gott, ey. Das war ja mal gerade eben wieder eine Nummer. Scheiße. Also ich muss ganz ehrlich sagen, von dieser Trommel, diesem Trommel-Thompson oder was auch immer das Ding ist, bin ich ein bisschen unterwältigt. Da gibt es, glaube ich, tausendfach bessere Waffen. Das hier zum Beispiel ist, glaube ich, eine deutlich bessere Waffe. Einfach, weil man da ein bisschen zielgenauer treffen kann. Schönes Elektrobauteil, da liegt noch überall Geld rum. Ja, viel war es aber nicht. Und hier liegt. Hab ich da gerade Hund bellen hören? Das klang gerade fast so. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das war gerade eben ein harter Spaß. Aber das Krasse ist halt auch echt, wenn du. Also, wie gesagt, hier bräuchtest du echt eine Scharfschützenknarre. Dann hättest du, glaube ich, echt Spaß gehabt an der Stelle.
Revier in dem Fall. Lass mich raten. Ach nee, da ist unser Auto. Sehr gut. Ich hatte schon die Sorge, das Auto ist weg. Ist auch perfekt getarnt, ne? Grünes Auto in grüner Landschaft. Einfach mal so am Hügel geparkt. Kann man mal machen. Yeah, und weiter geht's. Ja, Unterbodenreinigung. Einfach mal übers Gras schrubben. Und weiter zum nächsten Auftrag. Wir haben auch endlich mal gutes Wetter. Ich hasse es nichts mehr, als bei schlechtem Wetter zu arbeiten. Nein, natürlich nicht. Oh, den haben wir gut hingelegt. Der musste sowieso erneuert werden. Denn, der war nicht mehr so nützlich. Was haben wir denn hier? Oh Mann, ey. Fängt ja gut an, der Typ da. Also manche von denen sind super aufmerksam. Ich hab da drüben was gehört. Ja, ja, dann komm doch her. Ich warte auf dich, mein Schatz. Der sah ein bisschen aus wie der Sohn von Selma Kano. Kommt da jetzt einer? So, der ist auch schon mal weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, also mit mit diesen Silencer-Pistolen, das ist einfach ein bisschen OP. Ich schwöre, ich hab was gehört. Scheiße, das sind ja zwei. Was zum Henker? Keine Ahnung übrigens, warum gerade eben bei mir nicht angezeigt wird, ob irgendjemand auf der Suche ist. Ich habe ja irgendwie einen Bug, einen Anzeigebug oder sowas gerade eben. So, der eine geht baden. Ich weiß immer noch nicht, wieso sich die Säure nicht durch das Fass frisst. Du bist nicht so... Wir haben meinen Mann verloren! Wow, fuck! Boah, wie schnell der Typ schießt, ey. Das muss ja Lucky Luke sein. Sieht schneller als sein eigener Schatten. Stirb endlich, Arschloch! Kommt der zu mir? Der kommt zu mir, ja, ja. Boah, hey! Warum kann ich den nicht einfach überwältigen? Das ist ja mal wieder geil. Ich muss nachladen. Wohin schießt denn der? Zu spät, um abzuhauen, Junge. Exakt. Wo ich deine Aufmerksamkeit habe, kannst du sterben. Ich bin getroffen. Boah, stirb doch einfach, meine Fresse. Eieieiei, was für ein Stress wegen nix und wieder nix. Hey, das ist eine Kalaschnikow. Kalaschnikow, ist klar. Verdammt. Nein. Wie er noch rummeckert, ey. Irgendwas von Aufmerksamkeit faseln und dann sich beschweren, wenn man ihn abknallt. Ja, ja, ja. Immer mit zweierlei Maß messen. So kenne ich meine Mafiosis. So, warte mal, jetzt muss ich hier noch ein, zwei Dinge kaputt machen. Okay, wir haben die Schadenssumme erreicht, ohnehin. Also hat es erledigt und irgendetwas ist über uns. Irgendwas ist auf diesem Dach. Und ich möchte wissen, was es ist. Kommt man da irgendwie hoch? Also man sollte es ja schon meinen, dass man da irgendwie hochkommt. Sonst... Da ist noch Geld. Hä? Ach, warte mal. Da oben. Ja, suchst du. Da suchst du.
dusselig und dämlich. Und dabei ist es auf derselben Ebene, also... Ich sag jetzt mal nichts dazu. So, Geld eingesammelt. Und wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Beziehungsweise wir sollen jetzt eigentlich nur noch mit Maria reden. Ich glaube, das machen wir jetzt auch einfach. Mit Maria Bava reden wir jetzt gern. Und wir haben die Müllsache erledigt. Oh, lauf, 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 lauf. Ach, ich habe immer noch die Knarre in der Hand. So. Wir könnten sogar noch... Es ist gleich um die Ecke. Komm, Leute, das... Es ist gleich da drüben. Also warum nicht machen? Dann haben wir hier auch endgültig komplett Müll entsorgt. Und dieses Mal versuchen wir es auch mal wieder elegant zu machen. Nicht 50.000 Mal zu verkacken. Und elegant heißt... Ach du Scheiße, sind das viele. Natürlich habe ich die falsche Knarre. Das ist super. Bitte, bitte, ich will einfach nur heimgehen. Ich hab die falsche Knarre. Ich hab die falsche Knarre. Ich bräuchte eine Lieferung in Barclay Mills. Bin gleich da. Hab ich natürlich überhaupt nicht bemerkt, ne? Fahr doch nicht weg, du Trottel. Was soll denn das? Bleib doch stehen. Alles, was du siehst, kannst du kaufen. Oh, und der Timer läuft natürlich okay, schon, bevor ich da bin. Okay, ich hätte gerne wieder meine gesilenced, denn die macht Spaß. So, wir nehmen Munition für alles mit. Und wo wir jetzt schon da sind, können wir auch Geld zum Fenster rausschmeißen. Dann nehmen wir einfach auch wieder mal ein bisschen Nachschub. Wir verzichten allerdings auf alles andere. So. Gleich mal eine Medizinspritze uns reinhauen. Und jetzt legen wir los. Die haben auch schon aufgegeben, nach uns zu suchen. Das finde ich sehr sympathisch. Das hat ja gar keiner mitgekriegt. Wie geil ist das denn? Da ist auch niemand. Kriegen wir das ja dieses Mal sogar ohne Zeugen hin. So. Ach, come on. Ich hätte auch anders da reingehen können. Ich dachte halt, es liegt hinten, ne? Guckt's auf der Karte an. Das sieht so aus, als ob es hinten liegt. Aber nein, es liegt natürlich drin. Brumm. Typisches Strombrummen. Zack, zack, zack. Ja, gar nicht brutal. Kommt der? Nö. Wir haben einen. Wir haben gar niemanden hier. Nur einen Toten. Auch erledigt. Der hat doch bestimmt noch Geld dabei. Ja, ein bisschen. Jetzt müssen wir da drüben das Ding noch auseinandernehmen. Und... geknackt. Hey, geil, nochmal 10.000. Okay, also es lohnt sich schon, die Dinger zu machen. Letzte von denen. Die kriegen halt gar nichts mit, wisst ihr? Die kriegen halt gar nichts mit. Gott, bitte, lass mich nicht so sterben.
Doch, genauso lasse ich sie sterben. Da steht, der treulose Bastard glaubt, ich hätte keine Ahnung, dass ich nicht wüsste, wo er nachts hingeht. Er wird das Royal gegen 11 Uhr verlassen. Da kannst du ihn erwischen. Mir egal, wie du es anstellst, aber sorg dafür, dass es für die Versicherung gut aussieht. Okay, Mary. Da ist eine Frau. What the hell? Kann ich dich noch irgendwie verhauen oder sowas? Na, ja, wisst ihr was? Boah, ey, ganz im Ernst, gegen die sind wir ja echt noch harmlos. Gegen die sind wir ja echt noch... Das ist ein Polizist! Wahrscheinlich der Einzige, der sich nicht hat kaufen lassen. Bitte, lass mich nicht so sterben. Ey, Junge, du krepierst hier alleine unter Leichen, die du selbst mit zu verantworten hast. So einfach ist das. So einfach. So einfach wie das, was du hier angestellt hast. So, und jetzt gehen wir da noch rein und gucken, was wir da noch rausholen können. Boah, ey, also das hier ist ja mal wirklich der spookigste Ort, den ich jetzt in diesem Spiel hier bisher gesehen habe. Der ist hart, der Ort. Werfen die Leichen auf den Müll, lassen die wirklich verschwinden, ey. Meine Fresse. Was ist das hier? So, jetzt gehen wir erstmal her und reden, wie gesagt, mit Maria Barba. Sollten halt gucken, dass wir jetzt irgendwo unser Auto wieder auftreiben. So, da steht's. Hallo. Ja, die haben gar nichts mitgekriegt an der Stelle. Kleinen hübschen, wie soll ich sagen, Kiosk. Oh. Ohne Witz, da haben wir jetzt gerade einen Street War mit diesen Typen hier an der Backe. Was? Zeuge ruft die Polizei, finde ich nicht gut. Wir hauen einfach mal ab. Schicken Sie Ihre Männer sofort! An alle Einheiten. Verdächtiger ist bewaffnet und gefährlich. Zugriff nur mit äußerster Vorsicht. Wir sind aber schon weg. Wir sind schon weg. Alles ist gut. Moment, dann sind wir wieder hier in diesem Gebiet hier, wo 1 Million Elektrobauteile sind, die ich einfach mal verdammte Axt haben will. Ich will die haben. Punkt. Die liegen hier so freimütig rum. Die sind noch einsam. Die wollen noch eingesammelt werden. Wäre doch blöd für die, wenn sie für immer und ewig hier diesem Rost ausgesetzt wären. In freier Natur. Dafür sind die nicht geschaffen. Wir befreien sie quasi. Wir sind Technikfreund. Und fügen sie einer Verwendung zu. Wir sind der King of Recycling und damit auch gleichzeitig Naturfreund. Denn damit schützen wir auch gleichzeitig die Natur, weil wir diese Dinge hier entfernen, die hier nichts verloren haben. So. Habe ich jetzt alle? Zumindest alle aus diesem Gebiet hier. Das ist doch schön. Dann möchte ich gerne wieder mein Auto haben. Dann schauen wir mal, was die Maria Barba jetzt noch zu sagen hat. Die wird uns ja sicherlich jetzt noch sagen, was der Papi jetzt noch so anstellt. Wir können sogar geradeaus weiterfahren. Das ist doch schön. Boah, die Karre hat aber echt keinen guten Wendekreis. So. Mich da jetzt. Oh, da ist wieder jede Menge Polizia. Da bin ich jetzt nicht unbedingt so begeistert von. Komm, steig aus. Und da drin ist die Gute. Du hast ja eine Nummer auf der Müllhalde durchgezogen. Hast alle zu Tode erschreckt. Nicht nur zu Tode erschreckt. Papi, Mr. Simmons hat mich heute entlassen. Das scheint sie zu freuen.
Anscheinend steckt die Firma in Schwierigkeiten und er kann mich nicht mehr bezahlen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da raus bin. Nichts wie weg hier. Ist Papi jetzt auf der Halde? Ja, wieso? Was haben Sie denn vor? Wollen Sie ihn umbringen? Nein! Ganz von Papi ab. Wir sehen uns, Maria. Ich weiß immer noch nicht, wo Mr. Simmons sich da reinmanövriert hat. Ich glaube eher, du solltest mal darüber Gedanken machen, wo du dich vielleicht reinmanövriert hast. Und dass die da tatsächlich mit einer Kündigung rauskommen. Boah, Mädel, du hast mehr Glück als Verstand. Ich glaube, die meisten Leute hätten das nicht überlebt. Wahrscheinlich hast du ihm einfach nur gefallen oder seine Tochter erinnert oder keine Ahnung, was du ihm getan hast, dass er dich nicht umlegen will. So, ey, geil, jetzt dürfen wir doch nochmal durch diesen Tunnel brettern. Aber das machen wir beim nächsten Mal, liebe Leute, oder? Macht's gut, bis dann, tschüss und ade.